Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Resident Evil. Ja, im letzten Part sind wir mal wieder interessanten Viechern begegnet, würde ich das sagen. So froschähnliche Dinger. Wir haben ein bisschen mehr von der Karte freigelegt und ich habe mir beim letzten Mal Sachen aufgeschrieben, die wir erledigen wollten. Einmal irgendwie dieses Bildgeheimgang-Ding da mit dieser traurigen Frau. Adlermedaille im Keller, Fragezeichen, Tür zweites Obergeschoss und Batterie im Innenhof einsetzen. So, jetzt war ich dann ja, im letzten Part bin ich dann hierher gegangen, habe hier gespeichert und wollte gerade die Farbbänder zurücklegen und habe mir dann nochmal diese Schatulle hier angeguckt und habe ja überlegt, ob da irgendwas fehlt und dachte mir einfach, weil das so komisch aussieht, dieses Loch. Ich habe ja noch einen Edelstein über. Und ich teste mal, ob man die kombinieren kann. War einfach nur so dumpfig Idee. What the fuck? Was wählen sie einen Teil aus? Okay. Setzen sie das Teil ein. Das oben? Maybe. Ja. Was tue ich hier gerade? Ich habe keine Ahnung, aber ich würde sagen, das könnte nach unten gehören. Wieso nicht? Jetzt. Es ist ein bisschen verwirrend hier. Sieht aber aus, als müsste es dahin passen. Wieso will es da nicht hinpassen? Okay. Was tue ich hier? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, Leute, aber ich tue es einfach. Hä? Hallo? Entschuldige. Ich bin mir mal ziemlich sicher. Okay, das scheint da noch falsch zu sein. Obwohl, nee, vielleicht ist auch das falsch. Könntest du bitte da einfach weggehen? Oh Gott. Ey, es ist ein bisschen merkwürdig hier. Ich weiß gerade nicht, wie das Ganze hier vonstatten gehen soll. Aber auch, also, so. Jetzt das, oh Gott. Ja, okay, also das war eigentlich nicht so mein Plan, dass wir jetzt hier erstmal puzzeln müssen. Aber anscheinend scheint es erstmal so zu sein, dass wir jetzt hier gerade eine Runde puzzeln, warum auch immer. Entschuldigung. Das dahin vielleicht? Wieso? Hä? Also irgendwie. Was zur Hölle? Okay, ja, lassen wir mal so. Kann ich das dann nochmal so ein bisschen weiter. So, ja. Nee, du bleibst. Nein. Entschuldigung, wie funktionierst du? Okay, sorry, Leute, das war so eigentlich nicht geplant. Aber das ist da richtig. Aber ich kann es da nicht einpassen. So. Ja, okay. So. Ja, nee, das da hätte ich gerne. Das da, da drüber. Das da. So. Oh mein Gott, ey, was zur Hölle? Was tue ich hier? Das ist doch kein Puzzle-Stream. Kein Puzzle, sonst was auch immer. Aber das muss doch dahin. Wieso kann ich das denn da jetzt nicht absetzen? Verstehe es nicht. Okay, so. Du kommst jetzt mal zur Seite. Das da kommt jetzt auch noch mal zur Seite. Okay. So, jetzt probieren wir das hier. Das gehört doch eindeutig dahin.
So, und das gehört doch eindeutig dahin. Ja, so, jetzt können wir dich noch mal so ein bisschen bewegen. So vielleicht. Also, diese Spielmechanik ist ja wohl gerade das widerlichste ever. So, jetzt tun wir das erst noch mal zur Seite. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wo die blöden Teile hin müssen, aber die Spielmechanik ist ja wohl mal einfach todesmäßig. Hä? Also das muss doch da rein. Wieso kann ich das da nicht absetzen? Ich verstehe es nicht. Leute, ich check's nicht. Weil andersrum macht ja einfach keinen Sinn. So. So. Stopp. Nein. Also es tut mir leid, dass wir hier gerade mit so einem Scheiß hier strugglen, aber ja. So. Es sieht halbwegs richtig aus, aber nee, stopp. Das brauche ich. Das. So, okay. Jetzt hätte ich gerne, gib mir das da noch mal. So. Ah, okay. Jetzt kann ich das noch mal hier so. Okay. Nein. Jetzt muss doch hier dieses blöde letzte Teil, bitte. Ja. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank, Leute. Ey. Oh, ist ein Schlüssel. Geil. Wappenschlüssel, ja, nice. Wappenschlüssel. Okay, Leute, das war echt anstrengend. Das war so auch eigentlich nicht geplant. Aber somit haben wir das zumindest geschafft, dass wir den, das geklärt haben, was ich geklärt haben wollte. So, da hinten ist noch dieser eine. Da oben ist. Ach ja. So, was hatte ich mir jetzt noch aufgeschrieben? Bild, Geheimgang, Erdgeschoss, Osten. Ja, das ist dieser rote Raum. So, dann Adlermedaille, Tür, Keller. Was war denn im Keller? Medaille, Tür, Keller. Ich bin verwirrt. Genau, da wollten wir auf jeden Fall noch mal rein. Also da wollte ich noch mal zur Tür gucken. Und Batterie im Innenhof einsetzen. Ja. Die Batterie im Innenhof. Genau, die setzen wir aber erst später ein. Wir gehen jetzt hier, würde ich sagen, einmal die Treppe rauf und dann da hinten nochmal die Treppe rauf. Und dann gucken wir mal, ob wir da oben die Tür aufgeschlossen bekommen. Das wäre jetzt so mein Plan an der ganzen Geschichte. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, funktioniert oder auch nicht. Und es tut mir auch jetzt schon leid, dass wir hier gerade diese Puzzle-Action hatten. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass meine Idee wirklich funktioniert. Weiß, vielleicht doof, das von sich selbst zu sagen, dass man glaubt, seine Ideen funktionieren nicht. Aber es war halt einfach nur so eine Blödsinnsidee. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das funktioniert. Ach so, und ich wollte mich noch bedanken dafür, dass wir krass 101 Leute sind. Ey, erstmal ist das eine lustige Zahl, 101. Ja, wir sind quasi 101 Dalmatiner. Nein, Spaß. aber voll krass. Also wir sind tatsächlich in den letzten Wochen echt ordentlich gewachsen. Und das freut mich unheimlich, dass ich anscheinend doch so viele Spaß an dem haben, was ich hier tue und mir gerne zugucken, was mich natürlich sehr freut. So, jetzt probieren wir hier mal unser Glück an der Tür. Sie haben den Helmschlüssel verwendet. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr ablegen. Ja. Okay. Oh, ich bin echt. Da sind auf jeden Fall Pflanzen. Ich möchte da nicht weiter.
Wir nehmen mal die beiden grünen, das grüne Kraut mit und das andere auch. Dann vermischen wir das mal. Dann haben wir zumindest irgendwie nochmal Heilung, auch wenn ich schon Erste Hilfe dabei habe. Aber ich, ja. Kombinieren. So. Möchte aber gerne doch trotzdem irgendwas dabei haben. Eine Sammlung philosophischer Werke. Sie handeln alle von der ewigen, von den ewigen Fragen nach Leben und Tod. Ja, was für ein. Ach nee, kann ich ja nicht. Kann ja nicht gleichzeitig laufen und zielen. Oh Gott, ich will hier nicht sein, Leute. Das Problem ist. Oh Gott, das Vieh schon wieder. Ah, geh weg, Schlange. Geh weg, ich bin dafür nicht. Ich habe nicht die richtigen Sachen. Ah. Ich möchte ungerne. Geh weg. Tu mir doch einfach nicht. Beiß mich nicht. Ich stecke fest. Ich stecke in der Schlange fest. Kann ich ja eigentlich hinterherlaufen? Au, beiß mich nicht, habe ich gesagt. Aua. Lauf, chill, lauf. Lauf. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich hier tue. Aber. Lad doch. Ich wollte doch gerade die ganze Zeit, dass du nachlädst, aber du hast es ja nicht getan. Muss ich jetzt hier die ganze Zeit fangen mit der Schlange spielen? Ich habe die falschen Sachen dabei. Ich habe definitiv die falsche Munition dabei. Und wir laufen noch eine Runde mit der Schlange, weil es so cool ist. Ich hasse sie. Ich hasse sie einfach. Lauf! Aua! Ich schaff's auch einfach nicht. Okay, jetzt sind wir verwundet. Kritisch. Können wir das kurz verwenden? Danke. Lauf, Jill, lauf einfach. Hast du jetzt genug? Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich bin ganz schön schlangenmüde gerade. Alter Verwalter. Das war richtig, richtig uncool. Stühle für jeden, die ein Buch lesen möchten. Alter, ich möchte hier kein Buch lesen. Zur Schlange hast du nichts mehr zu sagen? Oh mein Gott. Alte Bücher, die vom Regal gefallen sind. Ja, ei. Was ist das? Eagle of South, Wolf of North. Letztes Buch, Band 2 mitnehmen. Ja. Oh Gott, Leute, ey. Was für eine Panikattacke habe ich denn bitte gerade? Was bedeuten wohl die Wörter auf dem Einband? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Open the book, please. Uhu, es war ein Medaillenbuch versteckt. Die Wolfsmedaille. Keine besonderen Merkmale. Gefunden im letzten Buch, Band 2. Gibt es dafür eine besondere Verwendung? Bestimmt. Ich weiß nur nicht, welche. Aber das werden wir hoffentlich rauskriegen. Ach so, ich wollte. Ach, da sind wir jetzt. Okay, ja. Ob ich jetzt die Tür hier aufmachen kann? Der Türgriff ist kaputt. Er wird sich wohl nicht öffnen lassen. Wollt ihr mich verarschen? Na gut. Dann gehen wir hier mal hoch. Ich habe nämlich keinen Bock, mich näher mit dieser Schlange zu beschäftigen. Bleh. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Können wir bitte einfach wieder gehen?
Ich möchte einfach nur gehen. Oh Gott, das ist so eklig gewesen. Das war so eklig. Okay, so. Dann haben wir das da jetzt auch geklärt. Okay. Gut, jetzt ist die Frage. In diesem Flur stehen, da unten stehen eigentlich nur noch. Was wollte ich gerade sagen? Nur noch die Pflanzen eigentlich. Okay, hier oben bin ich durch. Da sind wir noch nicht fertig. Da müssten wir vielleicht noch mal rein. Okay. Habe ich bestimmt auch wieder nur irgendeinen Scheiß stehen lassen, aber ist dann so. Wenn wir jetzt aber eh schon mal hier oben in der Nähe sind, dann gucken wir uns das doch gleich noch mal an, würde ich sagen. Macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Oh Gott, ey. Oh Gott, Leute, ich bin gerade innerlich immer noch so am Zittern mit dieser verfickten Schlange, ey. Sorry für die Ausdrucksweise. Aber was Besseres fällt mir dazu tatsächlich einfach nicht ein. Ja, da jetzt rum und dann. Okay. Gott. Hilfe. Gott im Himmel, welche Tür muss ich nehmen, die gerade zu? Die da. Das war nicht lustig. Ach so, hier standen auch nur noch. Das war. Ah ja. Ich wusste es. Ich wusste es. Geh weg. Oh Gott. Oh Gott. Das nehmen wir schnell in Sicherheit mit. Oh Gott. Oh mein Gott. Au, tu mir doch nicht. Lass mich doch raus aus der Ecke. Oh mein Gott. Der lebt ja immer noch. Haben wir es jetzt? Gott im Himmel, echt. Wenn ich Fahrschiff fahre, fahre ich nach ganz unten. Nee, ich glaube, wir laufen einfach. La 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 la. Ist das der richtige Weg? Ja. Nein. Wo ist denn jetzt die richtige Tür? Oh Gott. Doch, um den Fahrschiff. Ach, da musste ich ja noch einmal rum, ne? Da konnte ich ja. Hier, da, genau. Oh Gott. Was ist das bitte für eine Folge, ey? Ich kriege eine Panikattacke nach der nächsten. Vielleicht sollte ich heute einfach nicht aufnehmen. Ich bin dafür nicht gewappnet. So, jetzt will ich noch einmal runter zur Kiste. Genau. Den Gang lang. Oh Gott, ey. Diese Spiegel, da kriege ich jedes Mal eine Panikattacke, dass ich mir denke, ich bin das. Genau, hier rein. Treppe runter und dann sind wir nochmal an der Kiste. Dann würde ich nämlich die Batterie mitnehmen. Moment, kann ich mir hier mal. Tür, zweites Obergeschoss haben wir fertig. So, check. Genau. Was ja schon mal gut ist, dass wir das zumindest schon mal abhaken konnten. So, und die Frage ist jetzt ja auch, was machen wir mit dem Wappenschlüssel? Ist der Wappenschlüssel hinten für diese Tür? So, ich muss noch mal. Moment. Also, welche Tür ist noch abgeschlossen? Die da hinten ist noch abgeschlossen und die da oben. Wieso ist die abgeschlossen? Ach, das ist die, die ich abgeschlossen habe. Genau, das heißt, wir nehmen jetzt die Batterie mit und dieses Wappen, was wir da oben nachher wieder einsetzen müssen, dass wir auf den Hinterhof kommen. Und dann laufen wir da lang. Ja. Ist es eine gute Idee? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Bin mir da eher unsicher. Aber es sieht soweit erstmal gut aus. Aber ich glaube, das ist ein Plan. Okay. Die Medaille, ich glaube, die ist hier unten für den Keller. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Deswegen will ich sie mal damit hinlegen. So. Obwohl, das können wir vielleicht. Haben wir noch was zum Mischen?
Okay, so, dann kommst du zur Seite. Und dann würde ich die Batterie nämlich nochmal mitnehmen. Jetzt haben wir halt ganz schön viel Scheiße wieder mit uns. Schleppen wir schon wieder rum. Egal. Egal. Okay, ach stopp, ich drücke immer die falsche Taste. So, dann gehen wir da jetzt rechts rum, hinten raus, rechts, den Gang runter, dass wir da. Ja, okay. Oh Gott. Huch. Ich habe einfach gar keine Lust, hier weiterzulaufen, finde ich. Ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, dass ich hier einfach gar keine Lust habe, das Ganze hier weiter zu erkunden. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann. So, hier, da. So, und jetzt war doch hier die Tür, genau, zum Speisesaal. Und dann sieht es doch gar nicht so schlecht aus. So. So, dann kann ich nicht hier. Oh, schon wieder die falsche Taste, Leute, ey. Nee, es bringt mir auch nichts hier irgendwo anders, ne? Ich muss da schon lang. Ich kann aber auch oben lang gehen. Dann muss ich diesen hässlichen Gang nicht lang. Wir gehen mal oben lang, hoch und dann da. Ja. Machen wir mal so. Nämlich keinen Bock, hier unten wieder diesen ekelhaften Gang langlaufen zu müssen, den ich eh schon so fies fand. Geh doch. Jill, ich weiß, es ist gruselig hier. Oh. Gott, ey. Mir läuft es immer noch eiskalt den Rücken runter. Diese Schlange, ey. Diese Schlange war echt fies. So, genau, da jetzt rum, dann die erste Tür rechts und dann. Oh Gott, ey. Nein. Okay, die zweite Tür auf der rechten Seite. Entschuldigung, es war die zweite Tür. Oh Gott. Die. Ich komme da drauf immer noch nicht klar, ne? Vor allen Dingen, das Geräusch hat mich eigentlich am meisten erschreckt. Und dann kommt da wirklich diese fiese Schlange raus, ne? Es ist doch echt nicht. Es ist doch nicht. Also, nee, ehrlich nicht. So. Bitte keine Hunter. Ich glaube, Hunter heißen sie. Habe ich mich irgendwo gelesen. So, und jetzt probieren wir das mal hier mit diesem Wappenschlüssel. Sie haben den Wappenschlüssel verwendet. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr ablegen. Ja, danke. Okay. Ich habe die Finger schon am Zielen und Schießen. Hier ist nie ein Fenster auf. Da ist auf jeden Fall in dieser Finsternis ist nicht zu sehen. Da ist ein Schalter. Ja. Danke for the lights. Okay. So, jetzt nehmen wir die Battery mit. Yes, of course. Was ist das? Noch ein Metallobjekt. Noch so eins? Ja. Der Inhalt ist unberührt. Vielleicht war hier noch niemand. Ja, das kann sein. Eine Sammlung wissenschaftlicher Bücher. Fast alle befassen sich mit Biologie. Eine Sammlung wissenschaftlicher Bücher. Ja, das habe ich schon gelesen. Okay. Ein Objekt, das in der Legierung ein Symbol ist, eingraviert. Das sieht fast exakt. Doch, das sieht irgendwie komisch aus auf der Rückseite. Das ist doch. Das ist doch irgendein Bild. Weil das sieht exakt so aus wie das hier. Achso, nein, nicht verwenden, prüfen. Nur ohne diesen Rand drumherum. Okay. Gut. Wir bringen mal schnell. Schnell ist vor allen Dingen gut. Mal ein paar Sachen in unseren Speicherraum.
Oh Gott. Oh Gott. Ey, ich bin. Oh, es ist fett. Mir fehlen die Worte. Ich bin schon wieder out of control. Echt, ey. Oh Mann. Okay, so. Jetzt ist die Frage. Pack mal die Winde. Achso, stopp. Pack mal die Gewehr. Hallo, die Gewehrmunition weg. Will ich hier oben nämlich einmal kurz das umpacken. Ich war super dumm. Aber anders kriegt man das hier nicht mal irgendwie ansatzweise sortiert. Nein! So. Wolfsmedaille, Adlermedaille. Das packen wir da jetzt mal hin. So, ich überlege gerade, ob ich das Gewehr mitnehme. Kampfgewehr. Nervig ist halt, dass ich da jetzt noch Schuss drin habe. Aber ich glaube, ich würde das tatsächlich tun. Ich weiß ja nicht, ob das dumm ist, aber die Granaten und das Magnum-Ding würde ich mir halt noch aufheben wollen. Ja. Achso, speichern wollte ich. Habe ich schon wieder vergessen. Ich wollte eigentlich speichern, weil ich mir denke, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, jetzt mal zu speichern. So. Ja. Speichern? Ja. Danke. Farbband verwenden. Oh Gott. Ich bin halt echt mega aufgeregt, weil ich auch nicht weiß, wie lange das noch geht. Also, es hat uns ja schon mal so überrascht, dass ich dachte, das wäre nur die Villa und dann kommen da noch, keine Ahnung, noch so ein, noch ein Wald und ein Innenhof und die Residenz. Und ich denke so, okay, fuck, Alter, wo sind wir? So. Deswegen keine Ahnung, was da jetzt alles noch kommt. Aber lassen wir uns mal überraschen. Genau. So. Achso, ich muss, sollte vielleicht das Gewehr auch noch ausrüsten. Ne? Es wäre vielleicht nicht so dumm. Na gut. Ausrüsten. Check. Können wir das noch nachladen? Sehr schön. Rabatt. So. Jetzt mal kurz gucken. Genau, da raus und dann. Ja, check. Mal einmal kurz mich orientieren. Ja, ich bin halt auf jeden Fall echt gespannt. Die Frage ist nur, sollen wir das Ganze mit Chris, also ich würde es auf jeden Fall mit Chris durchspielen auch. Die Frage wäre halt nur, ob ihr das als Let's Play auf YouTube sehen wollt oder nicht. Also ich würde da auch noch mal, also ich weiß halt nicht, inwieweit das jetzt hier von ihrer Story abweicht. Oder ob man quasi, also inwieweit das andere Geschehnisse macht. Ob, ja, bla bla. Ob er quasi andere Dinge erlebt oder ob er dieselben Dinge erlebt. Oder ich weiß es halt nicht. Deswegen wäre das meine Frage an euch. Interessiert euch das oder interessiert euch das eher weniger? So, jetzt muss ich mich hier auch schon wieder falsche Taste einmal orientieren. Das war die geradeaus war das mit dem Innenhof, ne? Ich glaube schon, oder? Hier ging es doch raus auf den Innenhof, hoffe ich. Oh, schon wieder falsche Taste. Meine Fresse. Genau, jetzt bin ich da. So, und jetzt muss ich. Oh Gott, wie war das denn? Da hinten rüber, ne? Ja. Geradezu, glaube ich. Nein, könnt ihr bitte einfach weggehen? Also wie gesagt, da müsstet ihr mir einmal bezüglich einem zweiten Run mit Chris, müsstet ihr mir einmal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ansonsten wäre halt noch eine Alternative, dass ich dann den zweiten Run mit Chris
auf Twitch streame. Das wäre auch noch eine Variante. Und dann dazu Streamaufzeichnung. Geht weg. Stream auf. Au! Sag mal, ihr spinnt ja wohl. Aua, geht weg. Auf mich zu beißen. Wieso seid ihr denn so scheiße aggressiv, ey? Mann, ich bin vergiftet. Ja, okay. Können wir bitte einfach runterfahren? Shit, war hier noch irgendwo blaues Kraut? Da, ja, Gott sei Dank. Ich weiß genau, warum das da steht. Hier wachsen blaue Kräuter. Verwenden? Ja. Sie haben das Gift in ihrem Körper neutralisiert. Dankeschön. So. Da hinten in der Ecke war, glaube ich, die fehlende Battery. Hä? Batterie? Prüfen? Damit wird der Aufzug betrieben. Ja. Damit, ja. Und ich stehe doch jetzt hier. Die Batterie wurde genommen. Ja, aber ich habe doch die Batterie. Jetzt, ich stand nicht nah genug dran. Okay. Okay, ihr Lieben. Wir haben den Fahrstuhl erreicht. Moment, machen das mal kurz so. Damit würde ich den Part an dieser Stelle auch beenden. Wie gesagt, sagt mir eure Meinung gerne mal zu dem zweiten Run mit Chris. Schreibt mir den mal in die Kommentare. Es würde mich sehr, sehr interessieren, wie ihr das seht, ob ihr das hier auf YouTube sehen wollt oder ob ihr lieber sagt, nee, es ist quasi fast dasselbe. Also, keine Ahnung. Ich weiß es halt nicht, ob es quasi eins zu eins dasselbe ist und man das Ganze nur. Aber eigentlich dürfte es ja nicht dasselbe sein. Es müsste ja schon eine andere Story sein. Okay, also macht es einfach so. Sagt mir, ob ihr da Bock drauf habt, das zu sehen. Oder ob ihr halt sagt, nee, wie gesagt, muss auf YouTube nicht unbedingt sein. Also nicht so als normales Let's Play. Dann würde ich mir überlegen, ob ich das auf Twitch streame und dann die Streams aufnehme. Das wollte ich eigentlich sowieso machen. Ich spiele ja gerade The Walking Dead. Und da habe ich aber schon, das habe ich schon vergessen quasi bei den ersten. Hätte ich mal den Stream mit aufzeichnen können, habe ich, und jetzt im Nachgang will ich das halt auch nicht mehr machen bei den anderen Staffeln, weil halt dann die ersten fehlen. Deswegen werde ich das da jetzt so nicht mehr machen. Das wird uns hier halt fehlen. Die ist schade eigentlich, hätte ich gerne euch hier auch gezeigt. Aber in Zukunft habe ich überlegt, ob ich gewisse Spiele, gerade so Story-Spiele, als Stream-Aufzeichnung dann mache, wenn ich die im bei Twitch spiele, aber das überlege ich mir dann noch, wenn es soweit wieder ist. Wie gesagt, zum zweiten Run könnt ihr mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben und dann hoffe ich, auch wenn wir jetzt am Ende so viel gequatscht haben, hat es euch gefallen und ihr seid morgen wieder mit dabei und bis dahin, tschüss!